Herzlich willkommen bei uns in Morepo im Archäologischen Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution. Mein Name ist Frank Moseler, ich bin hier der Museumsleiter und ich möchte Ihnen heute einmal zeigen, was wir hier in Morepo eigentlich machen und vor allem, was Sie bei uns im Museum erleben können. Und jetzt möchte ich Sie bitten, mir einmal ins Museum in unsere Ausstellung zu folgen. In Morepo beschäftigen wir uns mit der Entwicklung des menschlichen Verhaltens in der ganz frühen Menschheitsgeschichte. Das heißt, wir schauen uns an, wann zu welchem Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte wir bestimmte Verhaltensweisen zum ersten Mal archäologisch nachweisen können. Zum Beispiel geht es um Kommunikation, es geht um Empathie und Fürsorge, es geht um das gesellschaftliche Miteinander, es geht um Regelwerke, es geht um Kooperation. Und die Ausstellung zeigt einmal diesen Weg durch die menschliche Verhaltensevolution. Sie schauen hier mit mir gemeinsam gerade in unseren ersten Ausstellungsraum. Hier beschäftigen wir uns mit der ganz frühen Menschheitsgeschichte. Wir beginnen in Afrika vor mehr als 1,6 Millionen Jahren. Und Sie sehen schon, wir haben hier keine klassische Vitrinenausstellung, sondern eine Ausstellung, in der Sie selbst zur Entdeckerin, zum Entdecker des eigenen Ichs werden können. Wir haben eine Ausstellung, in der Sie selbst Ihre eigene Geschichte nachempfinden, erleben können, in der Sie selbst auf Entdeckungsreise zu den eigenen Wurzeln gehen können. Eine ganz interaktive Ausstellung, in der Ihre Mitarbeit gefragt ist und in der Sie sich mit den Wurzeln Ihres eigenen Daseins beschäftigen können. Uns war es ganz wichtig, dass wir eine Ausstellung auch für Familien, für Schulkinder aufbauen, in der Menschen jeglichen Alters auf diese Entdeckungsreise geschickt werden. Sie sehen hier eines unserer ersten Exponate im zweiten Ausstellungsraum. Hier beschäftigen wir uns mit der menschlichen Neugier, wir beschäftigen uns mit Kommunikation, mit Innovation, mit Ideen, mit großen Entdeckungen. Und an dieser Wand sehen Sie schon, hier ist Eigeninitiative gefragt. Hier geht es darum, die verschiedenen Schubladen zu öffnen, die eigene Neugier zu befriedigen, neue Informationen zu erlangen. Aber Sie sehen auch schon, an dieser Wand ist es mit Neugier alleine nicht getan. Oben komme ich aufgrund meiner geringen Körpergröße nicht mehr ran. Das heißt, hier ist eine Problemlösestrategie gefragt und da können Sie sich ja in Vorfreude auf den Besuch der Ausstellung schon einmal Gedanken machen, wie Sie oben an diese Schubladen herankommen. Und hier sehen Sie jetzt, zu welch großartigen Innovationen die menschliche Neugier in der frühen Menschheitsgeschichte geführt hat. Hier beschäftigen wir uns zum Beispiel mit dem Thema Feuernutzung, mit dem Aufkommen der Jagd und den entsprechenden Jagdwaffen. Ein Ziel unserer Ausstellung ist, dass Sie als Besucherinnen und Besucher in jedem unserer Ausstellungsräume auch einen kleinen Teil von sich selbst wiederentdecken und wiederfinden. In diesem Raum beispielsweise geht es hauptsächlich um Empathie, um Fürsorge und Mitgefühl. Wenn Sie also hin und wieder mal weinen müssen, wenn Sie etwas Trauriges im Fernsehen sehen oder wenn Sie immer wieder mit Ihren Freundinnen und Freunden lachen, ohne zu wissen, worum es genau geht, dann sind Sie in diesem Raum genau richtig und sollten sich diesen Raum mal etwas genauer anschauen. Wir alle feiern gerne, wir alle machen uns gerne hübsch, schauen auf unser Äußeres, tragen hübsche Frisuren, schicke Klamotten und mögen auch immer mal wieder die neuen Turnschuhe ausprobieren. Also alles Dinge, die wir Menschen in uns tragen, schon seit langer Zeit. Sie sehen in diesem Raum, dass Menschen das schon seit über 16.000 Jahren ganz genauso machen wie heute. Es wird gefeiert, es wird getanzt. Man möchte zur Gemeinschaft dazugehören. Wir fühlen uns unwohl, wenn wir alleine sind, wenn wir isoliert sind. Also auch heute noch ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Teil einer Gruppe, Teil einer Gesellschaft sind. Schmuck hat bis heute eine ganz, ganz wichtige Funktion für uns Menschen. Ja, manche tragen Schmuck einfach, um sich hübsch zu machen, aber Schmuck hat auch eine ganz, ganz wichtige soziale Funktion. Wir können durch Schmuck Zugehörigkeit zu einer Gruppe ausdrücken und fühlen. Wir haben aber durch Schmuck auch die Möglichkeit, uns als Individuen zu präsentieren. In dieser Vitrine sehen Sie einige Schmuckstücke, die zum Teil älter sind als 20.000 Jahre und uns zeigen, dass Schmuck schon seit der frühen Menschheitsgeschichte, seit der Altsteinzeit, eine ganz, ganz wichtige soziale Funktion im Gemeinschaftsleben dieser Menschen spielte.
Wir beschäftigen uns hier in unserer Forschung auch mit aktuellen gesellschaftspolitisch relevanten Themen, die wir schon in der frühen Menschheitsgeschichte erforschen können. So beschäftigen wir uns zum Beispiel auch mit dem Thema Klimawandel, mit dem Thema Nachhaltigkeit und Themen, die auch heute noch einen aktuellen Bezug zu unserem Leben haben. Das heißt, wir verknüpfen eigentlich unsere Forschung aus der frühen Menschheitsgeschichte mit dem Leben und hier und jetzt und sind der Meinung, dass wir einen ganz, ganz wichtigen Beitrag mit unserer Forschung, mit unserer Ausstellung, mit unserer Vermittlung zum Lösen oder zum Verständnis heutiger Probleme beisteuern können. Das Thema Klimawandel, Klimaerwärmung ist heute allgegenwärtig. In einer unserer Themenführungen beschäftigen wir uns mit der langen, wechselhaften Geschichte von Mensch und Klima. Sie kriegen einen Überblick über die Klimaveränderungen der letzten 2,6 Millionen Jahre. Und in diesem Raum werden Sie Zeuginnen und Zeugen einer der letzten dramatischen Klimaveränderungen auf unserem Planeten, nämlich der Wechsel der letzten Kaltzeit zur aktuellen Warmzeit, in der wir heute noch leben. Und Sie werden sehen, dass diese Klimaveränderungen das Leben der Menschen komplett umgekrempelt haben, neue Verhaltensweisen hervorgerufen haben und Menschen immer wieder auf klimatisch bedingte Veränderungen reagieren mussten und Lösungen finden mussten. Sie haben die Möglichkeit, unsere Ausstellung Menschliches Verstehen auf eigene Faust zu erkunden. Sie können aber auch eine unserer verschiedenen Themenführungen buchen, in denen wir uns zum Beispiel mit Themen wie Klima oder Ernährung oder Liebe oder Management beschäftigen. Und dann haben Sie die Möglichkeit, mit der Familie, mit Schulklassen auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Workshops zu buchen. Und hier befinden wir uns gerade in unserem Workshop-Raum. Hier sehen Sie einen ganz besonderen Workshop-Raum, in dem wir zum Beispiel Kindergeburtstage durchführen. Hier haben Kinder die Möglichkeit, selbst als Archäologinnen und Archäologen auf Entdeckungsreise zu gehen und hier in unseren Ausgrabungsquadraten selbst archäologische Funde zu bergen. Morepo ist ein Gesamtkonzept mit verschiedenen Standbeinen. Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft, als Forschungsmuseum, sind hier Bildung, Vermittlung und Forschung ganz eng miteinander verwoben, miteinander verknüpft. Aber auch der Museumsshop ist Teil unseres Gesamtkonzepts. Und in unserem Museumsshop finden Sie auch Sie das ein oder andere außergewöhnliche Produkt. Unser Museumsshop ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Gesamtkonzepts hier in Morepo. Wir nutzen auch den Museumsshop, um Ausstellungsthemen, um Forschungsthemen aufzugreifen und durch entsprechende Artikel zu unterstreichen. Wir haben deshalb auch unsere ganz eigene Produktlinie entworfen, die wir hier auch exklusiv in unserem Museumsshop anbieten. Unser More-Label, in dem wir verschiedene Accessoires, Gebrauchsartikel, Gegenstände, Dekoartikel mit altsteinzeitlichen Symbolen versehen haben und dann auch die entsprechenden Texte mit Datierungen und dergleichen dazu liefern können. Das war unser kurzer Rundgang durch unsere Ausstellung Menschliches Verstehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und würde mich sehr freuen, wenn Sie uns hier in Morepo vor Ort besuchen kommen. Wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen möchten, weitere Informationen benötigen, dann schauen Sie doch auf unserer Website vorbei oder nehmen Sie direkt Kontakt mit unserem Besucherservice auf.